wahrscheinlich dieses Theater in Thüringen mitbekommen. In Thüringen haben BSW, CDU, SPD und Linke sich zusammengetan, um einen Landtagspräsidenten der AfD zu verhindern. Anschließend haben eben diese Parteien sich zusammengetan, um die Sperrminorität in Ausschüssen der AfD zu verhindern. Also die AfD hat den Anteil, den sie eigentlich im Parlament hat, nicht in den Ausschüssen bekommen und sie durfte, wo sie stärkste Fraktion war, nicht den Landtagspräsidenten stellen. Beides verstößt gegen eine lange gehegte Tradition, die in so gut wie allen Landtagen, die auch im Bundestag immer galt, jetzt aber plötzlich nicht mehr gelten soll, weil man die AfD pauschal ausgrenzen will. Das ist tatsächlich fürs Bündnis Sahra Wagenknecht, dem ich selbst ja eher positiv gegenüberstehe. Ich bin zwar kein Parteimitglied, ich sympathisiere aber mit dieser Partei. Ein klarer Bruch eines zentralen Wahlversprechens. Das muss man sagen. Das BSW hatte ja vor der Wahl versprochen, dass es die AfD eben nicht pauschal ausgrenzen würde. Das BSW hat jetzt in Thüringen genau das gemacht. Und dazu hat sich auch Friedrich Pirner vom Bündnis Sahra Wagenknecht geäußert. Er sitzt für das BSW im Europaparlament und hat da etwas sehr Schlaues zu geschrieben, was ich euch jetzt hier vortragen werde. Was wir aktuell in Thüringen erleben mussten, hat mit einer wehrhaften Demokratie nichts zu tun. Es wurde in vorauseilender Übergriffigkeit gehandelt. Das erinnert alles sehr stark an politisches Handeln in der Corona-Zeit. Es wird die AfD stärken. Dieses politische Agieren ist dringend zu Ende zu denken. Wenn dies Schule macht, wird der Schaden, den unsere Demokratie gerade erleiden muss, sehr groß. Zur Fehlerkultur gehört Direktheit und Ehrlichkeit dazu. Es fehlt unserem Land. Ja, da hat Pirner definitiv recht. Also nicht nur nach Corona, nach der Euro-Krise, nach dem Afghanistan-Desaster, nach eigentlich jedem Desaster, was die deutsche Politik in den letzten Jahren angerichtet hat, gab es nirgendwo eine Diskussion über Fehler, die gemacht wurden. Nie. Es gab nie eine Diskussion über das, was falsch gemacht wurde. Und das Gleiche gilt für das Schmierentheater jetzt in Thüringen. Anstatt der Thüringer AfD inhaltlich bzw. wann immer notwendig die Stirn zu bieten und die Demokratie dann konsequent zu verteidigen, wenn diese tatsächlich bedroht ist, griff man ohne Not ein. Es wurde genau das gemacht, was AfD-Wähler und die Partei selbst anprangern. Übergriffig wurde der Wählerwille übergangen. Hätte die AfD rechtswidrig gehandelt oder den Landtag handlungsunfähig werden lassen, hätte der Landtagspräsident abberufen und die Geschäftsordnung geändert werden können. Das wäre Handeln im Rahmen einer wehrhaften Demokratie gewesen. Eingreifen und durchsetzen, wenn eine konkrete Gefahr besteht. Und ja, hier hat Friedrich Pirner komplett recht. Also, wenn die AfD tatsächlich irgendwas gemacht hätte, was gegen die gängigen Regeln verstoßen hätte, hätte man ja immer noch den Landtagspräsidenten abberufen können. Das geht ja mit einer absoluten Mehrheit. Also, das wäre dann gegangen, aber man hat das vorauseilend gemacht, weil man eben die AfD pauschal ausgrenzen wollte. Die Thüringer Regierungsbildung ist die Fortsetzung des Unheilver, und das ist jetzt wirklich krass. Die Thüringer Regierungsbildung ist die Fortsetzung des unheilvollen Verhaltens von Politikern, wie es schon in der Corona-Zeit zu sehen war. Machtbesessene Politiker wollten die volle Kontrolle über die Bevölkerung erreichen und schränkten dafür Grundrechte massiv ein. Als Vorwand diente der Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Mit Brandmauern und Änderung der Geschäftsordnung möchte man vorgeblich die Demokratie retten. Dies dient als Vorwand, um Macht zu erhalten. Gerettet werden sollen Posten und Ämter. Der Mut, dann einzugreifen, wenn es tatsächlich notwendig ist, fehlt. Hysterie beherrscht den Thüringer Landtag. Was bleibt, ist eine große Anhängerschaft der AfD, die weiterhin daran glauben kann, dass mit der AfD alles besser werden wird. Ja, ich gehe auch davon aus, dass das BSW unter diesem Verhalten, was die BSW-Fraktion in Thüringen an den Tag gelegt hat, enorm zu leiden haben wird. Also das BSW wird verlieren. Das wird dem BSW auch noch lange nachhängen. Und die AfD, die wird profitieren. Also die AfD, die wird bei der nächsten Wahl noch stärker werden. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Auch da werden viele BSW-Wähler, die bisher gesagt haben, okay, BSW ist ja auch eine Alternative, sagen, nee, nach dem Verhalten wähle ich jetzt AfD. Also ein Drittel der AfD-Wähler bei den letzten Landtagswahlen hat gesagt, wenn es das BSW nicht gäbe, würde ich AfD wählen. Und wenn das BSW nicht mehr als klare Alternative empfunden wird, sondern mit den Altparteien eine pauschale Ausgrenzung der AfD auskungelt, dann werden diese Leute eben auch sagen, okay, dann wähle ich jetzt gleich AfD. Also das ist sehr wahrscheinlich. Auch hier hat Friedrich Pirner vollkommen recht. Und ja, vor allem, ich will nochmal auf diese eine Aussage rekurrieren, die Thüringer Regierungsbildung ist die Fortsetzung des unheilvollen Verhaltens von Politikern, wie es schon in der Corona-Zeit zu sehen war. Also das ist wirklich krass. Also hier wirft er wirklich Katja Wolf, die ja gerade mit der CDU über eine Regierungsbildung, also mit CDU und SPD über eine Regierungsbildung verhandelt und dann haben sie ja immer noch keine Mehrheit im Parlament. Also wie das Ganze funktionieren soll, weiß Katja Wolf, glaube ich, selber nicht. Aber hier sagt er wirklich, das ist eine Fortsetzung dieses Verhaltens von Politikern wie in der Corona-Zeit. Also das ist schon eine sehr, sehr deutliche Kritik am Thüringer Landesverband, an Katja Wolf, die da für dieses Schmierentheater im Thüringer Parlament maßgeblich mitverantwortlich ist.
meine, das BSW hätte sich gegen diese Avancen der CDU wehren können, hätte sagen können, wir sind dafür, dass die stärkste Fraktion den Landtagspräsidenten stellt, so wie es bisher auch war. Die AfD darf den Landtagspräsidenten stellen, fertig, Diskussion beendet, aber das hat das BSW nicht gemacht. Der Wolf hat sich stattdessen mit der CDU da irgend so einen Deal ausgekungelt, bei dem das Parlament, bei dem die Glaubwürdigkeit des BSW sehr großen Schaden genommen hat. Und wie gesagt, das wird dem BSW leider noch lange nachhängen, was ich persönlich schade finde. Also ich hatte gehofft, dass das BSW eine deutliche Alternative ist. Bin, wie gesagt, kein Parteimitglied. Ich bin nur ein Unterstützer der Partei. Aber ja, ich bin ehrlich gesagt auch enttäuscht von dem, was da in Thüringen passiert ist. Naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und hoffen wir, dass das Thüringer BSW nochmal irgendwie in die Spur kommt und nicht mehr so ein Verhalten an den Tag legt, wie es das in der Vergangenheit gemacht hat.